Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Fall Rebecca den bislang hauptverdächtigen Schwager des Mädchens aus der Untersuchungshaft entlassen. Aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstandes gäbe es Zweifel am dringenden Tatverdacht gegen den 27-jährigen Florian R. Deshalb sei der Haftbeschwerde stattgegeben und der Mann entlassen worden, heißt es in der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft. Er saß seit dem 4. März in U-Haft. Bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, gelte er aber weiterhin als Beschuldigter, meldet die Tageszeitung BZ mit Berufung auf die Polizei. Von der 15-jährigen Rebecca fehlt nach wie vor jede Spur. Die Suche dauere mit unverändertem Aufwand und mit unveränderter Intensität an, teilte die Justiz mit. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.